Von der ursprünglichen Martini-Brauerei von Gründer Adolf Kropf steht nur noch das alte Sudhaus, zumindest über der Erde. Darunter wird es aber richtig interessant. Fast 5000 Quadratmeter groß sind die historischen Bogenräume unter der alten Brauerei. Vieles ist noch begehbar. Vor allem die unterste Ebene der dreigeschossigen Kellergewölbe. Ein Lost Place tief in der Erde, ein Fall für Tobias A., der solche Orte gezielt sucht. Das ist schon echt beeindruckend, also die ganzen Gewölbe hier. Uferlage bzw. unterirdische Anlagen allgemein sind ja sowieso immer was recht Feines, was recht Interessantes. Das hat immer so ein bisschen so einen dunklen Flair irgendwie. Wo jetzt das Wasser die Gesteinswände herunter und in die Gewölbe läuft, hat die Martini-Brauerei früher bis zu 120.000 Hektoliter Bier produziert. Seit Jahren passiert allerdings in den Gewölbekellern fast nichts mehr. Das macht den Ort reizvoll für alle, die in die fast gespenstische Atmosphäre abtauchen wollen. Tom Gudella ist Teil der Vikonauten, Kasseler Unterweltspezialisten, Geschichtsforscher. Gerade wenn man sich hier das erste Mal drin bewegt und die Höhe der Räume sieht, die Veränderungen an den Wänden, wo man nicht so genau weiß, ist das Schimmel oder sind das irgendwelche anderen Ablagerungen. Oft wirkt es etwas organisch und insofern ja, ist es ein spannender Ort auf jeden Fall. Die Vikonauten führen Besuchergruppen unter die Erde zu Plätzen wie diesem, verfallenden alten Gewölben oder Bunkern. Zu finden sind Dinge, die gefühlt aus der Anfangszeit der Brauerei zu Beginn des 20. Jahrhunderts stammen und die vor sich hin rosten und gammeln. Überreste einer einst hochmodernen Anlage. Jetzt steht statt Bier allerdings nur noch eins in den Kellern: Wasser. Aber es macht es auch andererseits wieder ein bisschen spannender, ja, wenn man irgendwo durchwarten muss oder ja, wir haben gehört, hier sind schon Leute mit dem Schlauchboot durchgefahren. So voll war das hier schon. Viele Zugänge, die es vor ein paar Jahren noch gab, sind mittlerweile unpassierbar. Durch die oberirdischen Bauarbeiten ist einiges eingestürzt oder musste mit Beton gefüllt werden. Teile der Gewölbe sind für immer verloren. Wie diese Keller im ersten und zweiten Untergeschoss, die großen Gärbecken für die Hefe, gibt es nicht mehr. Als wir die ersten Male hier drin waren, konnten wir natürlich auch noch komplett alles begehen. Mittlerweile fehlen uns so 1000, 1500 Quadratmeter ungefähr. Dennoch mit gut 2500 Quadratmetern, die übrig sind, ist es einer der größten unterirdischen Orte, die wir hier in Kassel haben. Und dieser einzigartige Ort mit all seinen Artefakten einer vergangenen Zeit soll auf jeden Fall erhalten werden, trotz der Großbaustelle rund 20 Meter höher. Das ist Teil des Plans der Projektentwickler, die das komplette Brauereigelände über den Katakomben wiederbeleben wollen. Die Keller sollen weiter zugänglich bleiben, sind ein wichtiger Bestandteil dieses Quartiers, verbinden das Quartier auch unterirdisch und sollen öffentlich nutzbar sein, das heißt über Führungen zugänglich sein für die Öffentlichkeit und erlebbar sein. Bis dahin sind in solchen Lost Places höchstens die Urban Explorer unterwegs. Menschen wie Tobias A., die an verlassenen Orten auf die Jagd nach einzigartigen Fotos gehen. Momentaufnahmen der Zersetzung, detaillierte Blicke auf Rost und Staub, Dokumentationen des Verfalls. Mich faszinieren alle unterirdischen Anlagen. Es ist, wie gesagt, ein ganz besonderer Flair. Es ist eine ganz andere Welt. Es ist wie beim Tauchen sozusagen. Sieht alles aus einer ganz anderen Perspektive. Die Ruhe, die Geräusche, es ist schon sehr entspannt irgendwo. Die Gewölbe wurden schon lange nicht mehr genutzt. 2015 war dann auch überirdisch Schluss. Die Martini-Brauerei war Geschichte. Die Gewölbekeller werden einen Teil dieser Geschichte weiter erzählen.